Warte mal ab, bis ich hier meinen ganzen Plimplim mitgebracht habe, Schatz. Der erste Segelturn und schon werden wir gnadenlos überholt. Kann ruhig ein bisschen höher? Ja, sonst meinte ich gar nicht. Ist doof. Was hast du da Schönes bekommen? Wir haben was aus La Rochelle bekommen. Was da wohl drin ist? Mach mal auf. Da schlafe ich jetzt drin. Freunde der Nacht, Kinder der Sonne, ich grüße euch. Ja, wozu ist dieser Channel gedacht? Was ist überhaupt die Intention hinter der ganzen Sache? Neben natürlich der Selbstdarstellung, die ganz wichtig ist und im Vordergrund steht, soll es hier umgehen, Themen zu behandeln, die einem passieren, wo man vor Herausforderungen stand und diese Herausforderungen vielleicht erfolgreich gelöst hat, vielleicht aber auch nicht erfolgreich gelöst hat, um Fehler, die man macht, um fehlerhafte Entscheidungen, die man korrigieren muss, weil man Daten falsch interpretiert hat. Und ich denke, wie in vielen Bereichen gibt es auch hier ein hohes Maß an Dilettantismus, dass man hinterher sagt, ja, das konnte ja keiner ahnen, dass das so kommt und man war ja gezwungen, in die und die Situation zu kommen. Wenn man die ganze Sache dann videotechnisch aufbereitet, dann doch auf einmal zu ganz anderen Ergebnissen führt. Und das ging mir schon in der Fliegerei so, dass ich nach einem Flug hätte schwören können, dass dies oder jenes nicht passiert ist oder dass ich dies oder jenes nicht sehen konnte. Und wenn man sich dann das Video anschließend angeschaut hat, hatte man schon ganz eindeutig die Anzeichen erkennen können, dass man dort in ein Thema sich reinbegibt, was man, wenn man aufgepasst hätte oder es richtig erkannt hätte, vielleicht so gesagt, sich frühzeitig daraus zu manövrieren. Und diese, ich sag mal, Fremdsicht auf die Dinge, diese Zweitsicht, wenn die Sachen passiert sind, versuche ich jetzt auch auf Segeln zu transportieren, also ganz bewusst Dinge herauszupicken, die unerwartet gelaufen sind, die falsch gelaufen sind, wo man Fehler gemacht hat und kein Chiki-Chaka. Wir sind bei 3 Windstärken von A nach B gesegelt und haben den Anker geworfen. Das können andere sehr viel besser aufbereiten, sich da Themen aus der Nase saugen oder Reiseberichte über Inseln oder sonstiges abgeben. Wunderbar. Ich versuche mich auf die technische Seite zu konzentrieren. Das wird auch hier sicherlich wieder nur eine minimale Zielgruppe, Nischenprodukt sein, aber ich hoffe, dem einen oder anderen macht es Spaß, dem zuzugehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nach nur ein paar Wochen Brot kann er schon nicht mehr tragen. Jetzt braucht er schon einen Bollerwagen. Ja, leider hatten wir nur 5 Aufgabegepäckstücke. Aber alle sind Teile angekommen und keins war schwerer als 23 Kilo. Und dann hatten wir noch 4 Handgepäcke. Und da gab es dann die Klamotten drin. Ja, der 35. leichte Regenschauer des Tages. Man gewöhnt sich ja an vieles. Und es ist fast gar nicht schwül. Gegen die Luftfeuchtigkeit hatten wir in allen Schränken diese Entfeuchter, die alle brechend voll waren. Können wir die nicht nachher alle gesammelt und finden? Ja, das wäre auch nicht gewesen. Aber es hat. Die Drohne ist da. GoPro-Ausrüstung. Ja, ob wir die Drohne einsetzen können in der Karibik, werden wir noch sehen. Was auf jeden Fall Goldstaub ist, sind diese Besteckeinsätze, wo untereinander das Besteck gelagert wird. Man bekommt viel mehr rein und braucht viel weniger Platz als in so einer klassischen Schale. Eine nicht französische Tastatur, die leuchtet, damit man nachts mitarbeiten kann. Mal gucken, ob das was bringt. Ja, die Ventilatoren hatten wir schon auf der Voyager im Einsatz. Das ist die Klimaanlage des armen Mannes. Wenn es schon drückend heiß ist und sich nichts an Luft bewegt, kann man sich damit wenigstens ein bisschen das Gefühl geben, Frische zu erzeugen. Gerade in der Marina tut sich da manchmal nicht sehr viel. Da kann man eins ans Fenster machen und eins an Kopfende und schon wird man ein bisschen bekühlt. Das Wichtigste ist auch dann. Und was wäre? Die Nierweste. Die haben wir aufgrund der Wärme leider noch gar nicht einsetzen können. Jetzt packe ich alle Taschen zusammen, denn wir haben alles ausgerüttelt. So, der Versuch, ein Brot in den Mikrowellenbackenofen zu backen. Alternativ hätten wir noch den Omea, da müssen wir aber das Gas benutzen. Es ist ein Experiment. Mir kam der Teig ein bisschen feucht vor, aber jetzt soll es 40 Minuten darin rumdrehen. Ich glaube, dann haben wir ungefähr 20 Kilowatt verbraucht und kein Brot, was man essen kann, aber wir werden es sehen. Das Brot ist ziemlich gut geworden und schmeckt auch ziemlich gut. Ja, was wirklich überraschend ist an der Sache, dass es extrem viele Varianten von der Mini gibt. Und es gibt nicht von allen Minis
also gerade von unserer, gar keine deutsche Anleitung, nicht mal eine englische Anleitung. Es bleibt dabei, diese Maschine wurde nur für Frankreich gebaut und es gibt nur eine französische Anleitung. Und die Funktionen der unterschiedlichen Maschinen sind dann doch so gravierend, dass man mit einer englischen für eine andere Maschine doch nichts anfangen kann. Auf die Frage, ob sie auch trocknet, muss man ganz klar mit Ja antworten. Es ist tatsächlich eine Variante mit Trocknerfunktion. Allerdings ist es aberwitzig energieaufwendig und es dauert aberwitzig lange, sodass man das als Standardvorgang, quasi Waschen mit Trocknen, nicht wirklich empfehlen kann. Die kann 60 Grad waschen, ja? Na, mal gucken, was dabei rauskommt. Wir sind am Samstag angekommen und jetzt ist Samstag. Wir liegen immer noch in der Marina. Der Plan war schon, ein bisschen rauszufahren und mal zu segeln und vielleicht auch zur Nachbarinsel. Aber leider haben wir zu viel zu tun und oder das Wetter ist zu schlecht. Das muss man noch rausfinden, woran es wirklich gelegen hat. Gefühlt haben wir 1000 Sachen gemacht und sind mit noch keiner richtig fertig geworden. Den Tisch, wo ich hier gerade dran sitze, den haben wir um 2,5 cm gekürzt. Ich finde den immer noch relativ hoch, aber er entspricht jetzt schon eher der deutschen Norm. Die ging ja vorher bis hier. Ein bisschen hoch für so einen Tisch zum Sitzen. Was haben wir noch gemacht? Wir haben ja einmal das hintere Achterbereich sauber gemacht. Das war relativ schmutzig, auch in den Abflüssen und so. Hier hat sich wirklich ein Stillleben entwickelt durch den Abfluss, der zu hoch ist. Scheint hier immer das Wasser gestanden zu haben. Müssen wir erstmal sauber machen. Und wir nehmen schon mal 200 Liter Wasser für den Anfang. Wir haben proviantiert. Mindestens für 2 Wochen haben wir jetzt Essen und Getränke an Bord. Also Getränke meistens nur Wasser. Ich dachte, du krabbelst jetzt hier hinten rum. Mhm, das mache ich auch. Unsere geheimsten Geheimfächer. Da unten ist richtig viel Luft. Schauen wir mal, was wir da reinkriegen von unserem tollen Einkauf. Wegen der Off-Season sind die Mietwagen sehr günstig und die Taxis nach wie vor sehr teuer und so haben wir beschlossen, uns 14 Tage einen Wagen zu gönnen und hatten so die Möglichkeit, mal das ganze Boot ordentlich aufzuprovisionieren und auch das ein oder andere Geschäft aufzusuchen, um das, ja, die Ausrüstung zu vervollständigen mit den Dingen, die wir dort bekommen können. Die richtigen Fächer und die richtigen Plätze für die Sachen zu finden, um sie dann später wiederzufinden, sind tatsächlich die großen Herausforderungen eines Bootfahrers. Aber wir haben das für den ersten Wurf ganz gut hingekriegt. Es ist ja auch nicht das erste Boot. Wir waren ein bisschen shoppen, haben geschaut, was wir so noch kriegen. An Ausrüstung, Mixer, Sodastream, so Kleinigkeiten halt. Dann habe ich noch ein Schränkchen jetzt besorgt, wo ich die ganzen Sachen reinpacken kann, die ich aufladen muss über Nacht. Viele Kisten für den Vorrat, für die Vorräte unten, das muss auch alles noch verstaut werden. Ja, erster Versuch, aber das ist auf den Kisten zu wackelig. Das scheppert runter und ich vermute, ich muss in die obere Ebene, darf ich nichts Schweres stellen. Ich muss das Wasser nach unten und die schweren Sachen und oben kann ich leichte Sachen aufpacken. Sonst fliegt mir das hier durch die Gegend, leider. Ein neuer Versuch, die schweren Sachen unten, leichtere Sachen obendrauf, das ist noch leer, hier ist eine Küchenrolle drin, das ist an Bord, das muss ich noch sortieren, das ist so ein technisches Schnickschnack, hier unten Getränke und hier oben nochmal leer. Ich müsste diese Dinger hier alle versetzen, aber die haben sie festgeklebt, ich habe jetzt nicht das Werkzeug, da muss ich nochmal mit richtig ran, wenn ich weiß, wie ich es haben möchte, vielleicht wird sich dann auch hier die Dinger alle nochmal anders, damit die besser passen zu dem, wie ich es packen will. Ja, und hier vorne sind dann die Nutzflaschen. Da haben wir mal die leere wieder reinstecken, noch 4 Stück. Und da drüben ist dann Waschzeug und Trockenzeug. Das stört da auch nicht in der Decke. Passt gut. Schwitzt fast gar nicht dabei. Ist eine tolle Aufgabe. Danke. Treibstoff besorgt, Bettwäsche 2-mal gewaschen, weil man doch bei den Temperaturen sehr stark schwitzt. Ja, hier sowas auf die Tischdecke, auf die Tische gepackt, die wir mitgebracht haben. Und ganz viel Zeit hat vorne der PC gekostet und seine Verkabelung. Ich habe jetzt die Möglichkeit, auf den Fernseher hier im Salon den Navi zu packen. Also das BNG kann man dann da sehen. Das haben die nicht angeschlossen, weil ihnen das Kabel zu kurz geraten ist. Und jetzt musste man das HDMI-Kabel um 1 Meter verlängern. Ja, ist schon lustig. So, das ist jetzt der 4-fach HDMI-Switch.
Und wir sehen jetzt gerade das Bild vom Laptop, der vorne angeschlossen ist. Der hat gleich einen HDMI-Eingang bekommen. Dann gibt es HDMI 2 ist der Fire Stick. Auf HDMI 3 ist der eingebaute PC. El Vola. Und auf 4, da kann man sich den Plotter ansehen. Das macht doch Spaß. So, an der Navstation haben wir jetzt das Gleiche. Auf 1 ist der PC, also der Laptop, der da steht, als Bildschirmerweiterung. Nummer 2 ist der Fire Stick. Nummer 3 ist der Board-PC. Und Nummer 4 der Plotter. Kann man alles hier sehen und für alles nutzen. Optimal. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir den Infrarotempfänger hier hinter noch verbaut kriegen und ob der da noch funktioniert, was ich ja bezweifle. Mal schauen, wie ich das löse. Der HDMI-Ausgang vom Computer, der noch an Bord ist, den jetzt gar nicht mehr. Da habe ich mir einen DVI-Adapter geholt, da kommt auch kein Bild raus. Ich glaube, die ganze Grafikkarte hat sich verabschiedet. Ist ein bisschen schade, weil der ist mit einem SEMA-Netzwerk angekoppelt, da kann man bestimmt irgendwas mitmachen. Geht gerade nicht, keine Chance, was der will, muss ich nochmal auseinandernehmen. USB-Dosen habe ich noch gar keine angebracht, weil die sollen jetzt in das Regal und da weiß ich nicht, ob mir die Dosen gefallen und ob ich so eine Dose wirklich haben will, da muss es echt passen. Ich muss jetzt nur noch durchgehen und alle Schäkel sichern, sowohl bei den Landleinen als auch an den Segeln haben die keine Sicherung. Ich habe ein bisschen den Baum, die Rutscher mit Silikonspray gefettet. Das sind alles so Kleinigkeiten. Jetzt müsste ich den Dingy-Motor mal ausprobieren. Den muss ich dazu aber vorne rausschleppen. Der ist ganz schön schwer, um den hier hinten ranzuhängen. Und dann regnet das halt zwischendurch. Viel Wäsche gewaschen mit der Mini. Das geht echt gut. Die Mini ist dran. Hier schaltet man sie ein. Ich habe hier Quidinti, Delicate und Essorge. Delicate klingt eigentlich gut, ne? Dein Französisch ist genial. Ich hätte jetzt alles gegeben. Hier kommt das Waschmittel rein. Wie süß. Ja. Nee, alles wird mir zu viel. Nee, das ist zu viel. Schatz. Da hast du noch was Helles, dann kann man da das Helle noch mit reinmachen? Oder? Nee, dann lass uns über das Helle rausnehmen und das Helle extra machen. Ja. Na, guck mal. Dann haben wir Helles. Und dann gehen die drei Teile? Nein, ich glaube schon. So, jetzt haben wir die Mini voll gestopft. Inshallah. Jetzt habe ich hier ein Fach. Da kommt der Weichspüler rein, rechts und links kommt das Waschmittel rein. Da steht Max. Das ist nicht viel. Also, das haben wir reingemacht. Touchscreen hat es nicht. Ah, doch, hier Programm. Delicate. Und wie startet man das jetzt? Depart steht doch drauf. Oh, jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob die ganzen Dinger offen sind. Erstmal brauchst du Wasser. So, was ist Zulauf? Läuft Wasser rein. Jetzt muss auch noch Wasser irgendwo ablaufen. Kannst du mir mal eine Taschenlampe geben? Ich glaube, ich habe den Abfluss vergessen. Waschmaschine raus. Ja, da ist doch was. Also Waschmaschine raus und Wasser rein. Der braucht die ja nicht. Ah, jetzt zieht sie Wasser, hörst du? Ja. Trocknet die auch? Kannst du mal für die Mini die Anleitung runterladen? Ja. Vielleicht in Deutsch? Ich glaube, Deutsch wäre eine Hilfe. Jetzt wäscht die echt los. Allerdings, wenn man jetzt was bei den Wetterbedingungen hier aufhängt, ist es nach 24 Stunden noch genauso nass oder trocken wie vorher. Es trocknet halt nichts. Es trocknet nur etwas, wenn man es in die Sonne hängen kann oder im Wind. Und wenn es regnet, bringt es halt nichts. Das ist auch ein Thema mit der Belüftung von der Kabine. Ist ein bisschen schwierig. Wir haben zwei Fenster vorne im Hauptsalon und im Schlafbereich. Wenn man die aber aufstellt, die zum Schlafbereich geht so seitlich auf, dann kommt der Regen da rein. Das ist natürlich blöd. Also muss man zumachen, wenn es regnet, dann wird das da drin schon kuschelig warm. Und das gleiche ist mit der Luke vorne, wenn man die aufmacht, scheppert auch der Regen rein ohne Ende, weil von da kommt ja auch der Wind. Macht auch keinen Spaß, das aufzumachen. Ja, dann haben wir noch so ein bisschen Besteckkästen einsortiert und Sachen aussortiert. Da wird aber auch mehr aussortiert werden müssen.
alles Kleinigkeiten, die dann doch ewig gedauert haben. Das ganze Deck wollten wir nochmal putzen. Ist natürlich jetzt schon schön angefeuchtet mit dem Regen. Dusche unten. Ich habe erstmal den WC-Bereich mit Essig abgerieben. Da gab es einige Stellen, die wieder angefangen haben zu schimmeln. Also habe ich gleich das ganze WC-Bereich einmal geputzt, Waschbecken, Wasserhahn mit Essig abgeputzt. Jetzt ist der auch wieder silber. Das gleiche müsste ich auch noch in der Dusche vorne machen. Mal gucken, ob ich das schaffe. Das ist eine ganze Menge zu tun. Ja, hier diese Persenning müsste ich auch mal reinigen. Die ist schon grün an einigen Stellen wegen der vielen Feuchtigkeit. Das Ding muss ich noch aufpusten. Das hat ein bisschen wenig Luft. Wir wollen das ausprobieren, falls wir rausfahren. Ja. Ah, und ich muss die Ankerwind schon programmieren. Ganz wichtig. Und für die Duschkabine haben wir jetzt so einen Vorhang mit so einer flexiblen Duschstange. Weil wenn das Wasser gegen die Tür kommt, bekommt das der Tür einfach nicht gut. Und dann kann man diesen Vorhang vor die Tür hängen. Ist nicht schön, aber schützt wenigstens. Das hat man davon, wenn man mal kurz den Abfluss reinigen wollte. In der Dusche. Hier saß ein Traps drin, der nur eingeklebt war mit Sikaflex. Und in dem Moment, wo man ihn angefangen hat anzufassen, war der hier schon eingerissen. Und kurze Zeit später war das ganze Ding weg. Und in diesem Traps unten war der Sensor für die Bilgenpumpe, die wiederum hier das anbaut. Jetzt war es gar nicht so einfach zu finden, einen Traps mit einem 90-Grad-Winkel. Er hat natürlich einen 25er-Anschluss, die Schläuche sind nur 20. Reduktionsstück und. Jetzt sitzt das auch alles drin und die Schraube, die eigentlich dafür gedacht war, die ist zu kurz gewesen. Jetzt ist eine andere drin, die ist zu lang. Jetzt müssen wir das gleich nochmal auseinanderfrickeln, weil wir haben den Eindruck, dass gerade unten da noch ein bisschen Bewegung drin ist und das nicht richtig dicht ist. Das einzig Schlaue ist, dass da drunter direkt eine Bilge ist mit einer Bilgenpumpe. Das heißt, wenn die Dusche leckt, geht es dann über Bord. Ja, und so sah das Zeug dann aus. An diesem Filter hier war die an diesem Plastikteil war der unten befestigt und das war einfach nur eingeklebt und das ist jetzt auch alles rausgebrochen und nicht von Gewalten in dem Fall, sondern einfach angefasst und zerbröselt und obendrauf war halt dieser Deckel, damit das ganz hübsch aussieht. Aber unter dem Gitter sieht man sowieso nicht unbedingt, was da ist. Deshalb ist das erstmal okay, wenn man es dicht kriegt. Wackelt unten noch was? Nee. Jetzt kannst du mal die Dusche laufen lassen. Es tropft nichts. Jetzt einmal die Duschpumpe an zum Testen, ob es weggeht. Und ist alles weg? Kannst wieder ausmachen. Na, das war doch gut. Ich komme dann raus. Gute Arbeit. Guck, guck, der Björn kommt wieder raus. Dusche putzen und reparieren. Abgehakt. Im nächsten Video werden wir uns dann mit einer karibischen Welle beschäftigen, aus der sehr gerne Hurricanes entstehen. Wir werden dann auch wieder segeln. Ich freue mich über Kommentare und Likes. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, tschüss.